Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ich bin aus dem Dorf wieder raus. So einen richtigen Laden habe ich jetzt nicht gefunden, wo ich mir jetzt Sachen kaufen kann. Ich muss jetzt mal im anderen Dorf schauen. Wir kommen nämlich noch durch ein zweites Dorf. Vielleicht ist da was. Was heißt, wir kommen da durch. Da werden wir übernachten im zweiten Dorf. Und der hat auch gemeint, da wäre ein Laden 500 Meter entfernt. Mal schauen, was es da so alles gibt. Ja, ich habe jetzt trotzdem was gekauft. Und zwar ein Eis, was zu trinken und Pommes. Die hat sie mir aber so mitgegeben in so einer Packung. Deshalb nehme ich die jetzt mit und esse die jetzt irgendwo hier unterwegs, weil es war mir da ein bisschen zu hektisch. Genau. Weiter geht's. So, hier mache ich jetzt mal Pause. Da haben wir auch ein bisschen Wasser. Perfekt. Mehr braucht man nicht. Schaut auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, die Pommes. Ich bin gespannt, wie sie schmecken. Oh Mann, die sind echt wahnsinnig gut. Also schon mal ein großes Lob geht raus an die Frau in dem Dorf Planinica. Die macht sehr gute Pommes auf jeden Fall. So, die etwas längere Pause ist beendet. Lassen wir heute ein bisschen mehr Zeit, weil wir haben ja heute nur 24 Kilometer. Da kann man ruhig mal sich ein bisschen länger hinsetzen, weil sonst sitzt man am Abend dann eh nur rum. Geht's in die zweite, das zweite Dorf, wie ich schon erwähnt hatte. Das Kotner heißt es. Und ja, da laufen wir jetzt neben so einer Straße her für ein paar Kilometer, 4 Kilometer oder so. Und dann sind wir da. Sowas muss leider auch mal gezeigt werden hier in Bulgarien. Es ist wirklich sehr viel Müll überall. Sehr, sehr, sehr viel Müll. Das kann man nicht übersehen. So, das nächste Dorf ist erreicht. Ich schaue mich jetzt hier mal um und schaue, was es alles gibt. So, das sind die neuen Zimmer von der neuen Hütte oder eher diesem neuen, ja, dieser neuen Ferienwohnung hier, wo wir jetzt eine Nacht bleiben werden. Genau. Die Betten sind stahlhart. Ah, hier gar nicht mehr so, auf der anderen Seite schon. Hier geht's sogar, okay. Ja, die guten Morgen, Leute. Es ist wieder ein neuer Tag angebrochen. Ein sehr langer Tag. 43,5 Kilometer, ich habe es gestern schon gesagt. Aber die Herberge, in der wir letzte Nacht waren, war auf jeden Fall sehr schön. Ich sage jetzt nicht Hütte, weil das war eher in dem Dorf, Dobczysko. Und wir hatten einen Supermarkt. Wir haben also was eingekauft zu essen. Wir haben dann gegrillt am Abend. War sehr schön. Ich habe mich auch als Koch ausprobiert an dem Barnica, was ich ja schon oft erwähnt hatte, und habe das dann mal gemacht. Das ist ja eher so was fürs Frühstück, deshalb haben wir das auch jetzt gerade eben erst gegessen. Wir haben es aber gestern Abend gebacken, logischerweise. Genau. War auf jeden Fall sonst sehr schön. Es waren noch zwei andere Frauen da, die sind gekommen, die laufen auch komm Emine, und die haben tatsächlich drei Kinder dabei, die so, ja, um die 14 Jahre alt waren oder so. Richtig krass, dass die das auf jeden Fall auch laufen. Hätte ich nicht gedacht. Genau. Ja, jetzt sehen wir mal, wie der Tag wird. Auf jeden Fall sehr lang. Ich werde mich auf jeden Fall wieder melden. Ich
hätte nicht gedacht, dass es gegen Ende nochmal so schön wird, aber wir haben hier tatsächlich sehr schöne offene Stellen. Schaut toll aus. Es geht die ganze Zeit ein bisschen hoch, aber nicht zu sehr, das ist in Ordnung. Mal wieder ein Ereignis, wir überqueren eine Straße. Sehr spannend. Und da geht's weiter. Von da kommen wir. Und da geht's weiter. Boah, ich liebe ja sowas, ne? Sehr schöne Wasserstation hier. Hier habe ich schon Wasser aufgefüllt. Da oben, keine Ahnung, kann man übernachten oder irgendwas. Das ist schon cool gemacht immer. Vor allem diese Wasserstation finde ich super, weil man echt viel Wasser braucht hier in Bulgarien. Hier steht, da geht's nach Kom, da geht's nach Emine. Da wollen wir hin, Kap Emine. Auf geht's! Und wieder ein schöner Wasserplatz. Diesmal mit so ein paar Verzierungen hier irgendwie. Auch wieder ein Platz hier oben zum Pause machen. Und hier, das war mal eine Feuerschale. Und da ist eine Sitzmöglichkeit oder so. Ja, wie gesagt, immer sehr schön eigentlich. Da drüben steht so eine Art Turm. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt da. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ich werde es wahrscheinlich auch nie erfahren. Da komme ich jetzt tatsächlich zu einem See das erste Mal. Ich sehe einen See hier in Bulgarien. Das ist sehr ungewöhnlich. Und ich komme gleich in ein Dorf. Dobra Polana. Werde ich euch gleich mal zeigen. Ja, da hinten kann man den See erkennen. Da laufe ich aber jetzt nicht hin. Ich laufe da runter in das Dorf. Gut, und direkt danach kommt das zweite Dorf. Sredina Mahala heißt es. Genau. Komme ich hier aber auch nur kurz vorbei und danach komme ich noch zu einem dritten Dorf. Witzig, die da jetzt gerade wegfahren, den habe ich gerade 2 Lev, also umgerechnet 1 Euro gegeben. Ich weiß, ein bisschen cheaten, aber die haben mich jetzt hier 1 bis 2 Kilometer auf der Straße mitgenommen. Das war es mir auf jeden Fall wert. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das war jetzt schon top. Ja, ich weiß, war jetzt gecheatet, 1 bis 2 Kilometer, aber das war es mir jetzt wert. Das war echt sehr schön. Gut, jetzt geht's weiter. Außerdem Straße laufen mag ich jetzt eh nicht so gern, deshalb, ja, passt, sehr schön, mega cool. So, bei dieser Wasserstelle machen wir jetzt kurz Pause, 20 Kilometer sind erreicht und es gibt ein Sandwich. Genau, ich laufe jetzt noch ein bisschen weiter auf der Straße und danach geht's wieder ab von der Straße, so in circa 1 bis 2 Kilometern, genau. Und dann später komme ich nochmal drauf, aber es dauert noch ein bisschen. Ihr meint, es schaut alles andere als Spaß? Ja, ist auch richtig. Auf der Straße langlaufen macht nicht so viel Spaß. Aber muss auch mal sein, ne? Außerdem, der Ausblick hier ist eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen. Zumindest läuft man nicht durch den Wald. Da ist nämlich am langweiligsten eigentlich. Bulgarien hat so viele Kühe, ne? Ich habe die schon überall gesehen. Da steht einer auf der Straße. Ich habe welche im Sumpf gesehen, im Wald, im Maisfeld, in den Bergen. Überall Kühe und Pferde. Gestern habe ich auch ein paar Esel gesehen. Sehr viele Tiere auf jeden Fall. Wie sie mich alle anstarren, als würde ich gleich einen Vortrag halten. Die da drüben auch. Und die da drüben auch. Wer geht jetzt als erstes weg, Kuh? Ich oder du? Oh, was machen wir jetzt? Dann gehe ich halt weg. Oder du? Naja, weiter geht's. 2 Kilometer noch auf der Straße hier. Ich habe gerade das Beste überhaupt gefunden. Das allerallerbeste. Das Ziel der Reise. Das Meer. Krass, dass man es jetzt schon sieht und so gut. Krass. Schaut her.
Überall der Horizont ist alles das Meer. Krasser Scheiß. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wo wir hin müssen, aber ich glaube davor. Also wir haben noch einen ganzen Tag, ne? Keine Angst. Jetzt heute habe ich noch 9 Kilometer ungefähr und morgen nochmal 38. Krass aber, dass man das schon sieht. Wow, mega geil. Man sieht das Meer. Sehr cool. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das ist tatsächlich überhaupt nicht weit weg. Das sind nur 21 Kilometer tatsächlich davor. Da ist noch ein See dazwischen. Den seht ihr da. Der da, den habe ich auch gerade gesehen. Und das sind nur 21 Kilometer. Und ich war gerade falsch gelegen. Ich muss nicht dahin, sondern ich muss dahinter. Da ist das Kap Emine. Genau, da in die Richtung muss ich. Okay, aber mega cool, dass man das jetzt schon sieht. Mega cool. Pause bei 40 Kilometern. Ich sitze jetzt hier kurz vor Cosicino. Noch 4 Kilometer habe ich. Mache ich Pause im Schatten. Es hat heute eigentlich nur 25 Grad, aber wenn man da in der prallen Sonne läuft, ist es trotzdem sehr heiß, muss man sagen. Boah. Oh, ist schon sehr warm heute. Habe auch schon sehr viel getrunken. Wasser hat genau gereicht eigentlich. Habe ich perfekt abgeschätzt. Ich habe 2 Liter mitgenommen, aber habe zwischendrin einmal aufgefüllt. So einen Liter, würde ich sagen. Ja, das heißt, ich habe ungefähr 3 Liter getrunken. Genau. Kekse habe ich noch ein paar. Die esse ich jetzt. Und dann geht es nach Cosicino. Ich bin eigentlich ganz gut in der Zeit. Ich habe komplett immer noch einen Schnitt von 5,2 mit den Pausen. Anstieg haben wir jetzt genau 900. Genau. Und 44 Kilometer, wie gesagt, sind es insgesamt. Ist schon sehr harter Tag heute, muss man sagen. Und heiß. Aber ist geil, ich habe das Meer schon gesehen. Und morgen geht es dann dahin, ich freue mich. Da drüben kann man jetzt schon mal die Häuser sehen von Cosicino. Das ist die Stadt, wo ich übernachten werde. Da werden wir tatsächlich, glaube ich, übernachten, bei dieser Windmühle. Piatirna Melins, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es da lang. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Das soll es jetzt sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, da sind gerade die mit dem Transporter rein. Ja, ich warte jetzt mal kurz und dann gehe ich auch mal rein. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet in dem Kaff, aber das schaut hier sehr schön aus, alles. Sehr, sehr schön. Wir haben sogar einen Balkon scheinbar, so wie es aussieht. Und ich sehe gerade, die Schuhe stehen da. No way. Das sind die Schuhe von den anderen. Warum sind die schon da? Ich muss mal kurz recherchieren hier.